Herzlich willkommen Leute zum erneuten Gameplay Commentary auf dem Kanal von N7 Nation. Mein Name ist Rufus und im Hintergrund seht ihr heute ein MW3 Gameplay. Und ja, das Ganze ist eine Double Moab in Abschluss bestätigt mit der M4A1. Und ja, heute ein wichtiges Commentary. Wenn unter den Zuschauern heute wirklich Kommentatoren sind, die leidenschaftlich kommentieren und auf der Suche sind vielleicht nach einem Clan und Interesse haben, bei N7 Nation als Kommentator mitzuwirken, ist dieses Video wirklich genau richtig für euch. Und zwar suchen wir, N7 Nation suchen neue Kommentatoren, die mit voller Leidenschaft und wirklich mit viel Interesse dabei wären, Videos für den Kanal zu produzieren. Und ja, ich würde euch jetzt gleich am Anfang mal sagen, was ihr alles, also wie ihr euch am besten bewerbt oder wie ihr euch zu bewerben habt. Und zwar müsst ihr eine Bewerbung schreiben und das Ganze per privater YouTube-Nachricht an den Kanal von N7 Nation, also wo ihr das Video hier seht, an diesen Channel müsst ihr die Bewerbung per privater YouTube-Nachricht schreiben. Das Ganze geht dadurch, ihr geht auf den Kanal, dann geht ihr auf Infos und dann steht unten Nachricht senden. Und da schreibt ihr einfach eine Bewerbung und ja, jetzt würde ich euch noch sagen, was in die Bewerbung reinkommt. Ihr schreibt am besten persönliche Daten zu euch, also Infos zu eurer Person, was sind eure Hobbys, was macht ihr in der Freizeit, wie alt seid ihr, Name und einfach was man über euch wissen sollte, was ihr wichtig findet, was man eben über euch wissen sollte. Vielleicht irgendwelche Eigenschaften, wie ihr drauf seid, ob ihr, keine Ahnung, ob ihr gerne in einem Team arbeitet und ja, einfach sowas. Und danach schreibt ihr am besten noch eure Erfahrungen auf YouTube, was ihr bis jetzt für Erfahrungen gesammelt habt. Sei es im Let's Play, sei es im Gameplays kommentieren, COD Gameplays kommentieren. Ob ihr vielleicht sogar schon Competitive Gameplays kommentiert habt. Das wäre alles wichtig. Schreibt es ruhig in die Bewerbung rein, dass wir auch wirklich einen guten Eindruck von euch bekommen, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und wie er einfach schon so, welche Erfahrungen er einfach schon gesammelt hat. Und wenn ihr die zwei Sachen geschrieben habt, schreibt ihr noch euren Kommentierstil dazu. Ob ihr vielleicht sogar Facecam machen würdet, ob ihr bereit wärt, eben Facecam-Commentaries zu machen. Weil heutzutage ist es einfach wichtig, meiner Meinung nach. Gut, wenn ihr andere Channels anschaut, es gibt wenige, die ohne Facecam arbeiten. Ich meine jetzt, man muss jetzt nicht jedes Video mit Facecam hinterlegen, aber einfach, dass man ab und zu mal so ein Facecam-Commentary bringt, das hilft heutzutage so viel auf YouTube. Und schreibt es dazu, wenn ihr bereit wärt. Das wäre so klasse, wenn ihr eben bereit wärt, Facecam zu machen. Und ja, ihr seht ja, ihr schaut euch wahrscheinlich auch lieber Commentaries mittlerweile an, wo eine Facecam dazu ist, dass ihr einfach den Kommentator seht, wie er das Gameplay kommentiert. Es kommt einfach besser rüber und es wäre wirklich super, wenn ihr auch bereit wärt, wie gesagt, Facecam zu machen. Und ja, dann schreibt ihr auch noch dazu, wie lange ihr schon auf YouTube seid. Schreibt dazu, wie lange ihr Videos macht, wie lange ihr schon Commentaries macht. Einfach so euren Lebenslauf auf YouTube quasi. Was ihr alles bereits gemacht habt und alles. Wie eben die Erfahrungen. Und ja, als letztes schreibt ihr dann einfach noch dazu eure Kontaktdaten, wie wir euch erreichen können. Also sprich Skype, dann schreibt ihr euren YouTube-Channel dazu, weil wir werden die Bewerbungen lesen und dann werden wir den YouTube-Link werden wir in unsere Skype-Confis posten und dann wird sich jeder, wirklich jeder, der in dieser Skype-Confis, also jeder Member von N7 Nation, wird auf diesen Link klicken und sich ein Bild von euch machen. Also schreibt euren YouTube-Link dazu, dass wir uns alle ein Bild von euch machen können und ein paar Videos von euch anschauen, dass wir euch auch ein bisschen so schon kennenlernen. Und ja, wie gesagt, wir werden euch auch informieren. Wenn ihr dann uns eben die Bewerbung geschrieben habt, werden wir euch informieren, ob wir euch jetzt quasi in die Trial holen. Also dann werdet ihr in unsere Skype-Confis gezogen und dann werdet ihr alle von uns, unsere Member, werdet ihr alle kennenlernen. Und dass wir auch einfach so ein bisschen miteinander den Umgang lernen, ob wir uns mit euch verstehen, ob ihr euch mit uns versteht. Einfach, ob das Ganze harmonisch wirkt und so, dass ihr auch ab und zu mal auf unseren TS kommt und dass ihr einfach immer mehr mit uns in Kontakt kommt und dass wir einfach sowas aufbauen und uns gegenseitig einfach kennenlernen. Weil es kann ja sein, dass wir eure Bewerbungen super finden und euch dann kennenlernen und dann läuft es einfach nicht, aus was für Gründen auch immer. Es kann immer sein, dass sich welche vielleicht nicht verstehen und ja, so wollen wir das einfach vorbeugen, eben mit dieser Trial. Und in der Trial könnt ihr dann auch schon das ein oder andere Vorstellungsvideo von euch auf dem Kanal von N7 Nation hochladen. Und ja, das wär's dann so quasi zu der Bewerbung.
Und ich möchte euch dazu sagen, bitte gebt euch Mühe bei der Bewerbung. Schreibt keine 0815-Bewerbung. Also nicht irgendwie so einfach runterrattern, irgendwas, was ihr in 10 Minuten geschrieben habt. Gebt euch Mühe, dass wir wirklich sehen, ja, der hat Interesse. Und wenn es ist, schreibt auch, schreibt am besten auch noch in die Bewerbung. Schreibt eure Ideen, was ihr für Ideen habt, was ihr auf dem Channel bringen wollt. Einfach, ob ihr irgendwelche Projekte im Kopf habt, was man vielleicht starten könnte. Oder irgendwelche Themen, die ihr schon bereitgelegt habt, worüber ihr reden wollt. Und ja, dass wir einfach sehen, ja, der würde uns wirklich bereichern und der kann uns weiterbringen und der kann uns auch wirklich verstärken. Und sowas brauchen wir einfach. Und gebt euch, wie gesagt, Mühe bei der Bewerbung. Und es ist quasi so dasselbe, wie wenn ihr euch um einen Ausbildungsplatz oder um einen Arbeitsplatz bewerbt. Ihr müsst irgendwas so, versucht in der Bewerbung irgendwas drin zu haben, dass ihr so merken, ah, der hat irgendwas, weil ihr könnt ja zu einer, irgendeiner Arbeitsstelle könnt ihr auch nicht irgendeine Bewerbung schreiben, die so 0815-mäßig ist, die ihr wahrscheinlich aus dem Internet schaut, ja, wie schreibe ich eine Bewerbung, und dann schreibt ihr das ab und füllt nur das ein, was ihr jetzt noch reinschreiben müsst, quasi. Und ja, gebt euch am besten Mühe, irgendwas, was euch so ein bisschen so auszeichnet, so einen kleinen Touch von euch, schreibt es ruhig mit rein, dass wir auch einfach schon so ein bisschen Ahnung von eurer Person kriegen. Und ja, genau, dann, ja, und, ah ja, ganz wichtig, achtet auf die Rechtschreibung und auf die Grammatik. In so einer Bewerbung macht sich das nicht gut, wenn da in jedem Satz oder in jedem zweiten Satz ein Rechtschreibfehler drin ist oder ein Grammatikfehler. Gut, jetzt, wenn, wir müssen jetzt nicht so konkret sein, also Kommasetzung, da scheißen wir jetzt eigentlich drauf, aber einfach, dass nicht so viele Rechtschreibfehler drin sind. Achtet auf die Groß- und Kleinschreibung in so einer Bewerbung. Und wenn ihr es kann ja sein, dass ihr es nicht so mit der Rechtschreibung habt, das ist jetzt auch kein Problem. Heutzutage könnt ihr einfach die Bewerbung in Word schreiben, dann lasst ihr dieses Rechtschreibprogramm rüberlaufen und dann kopiert ihr das einfach, fügt es in YouTube ein und sendet das ab. Das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Und ja, genau. Das wäre es auch dazu gewesen. Also wie gesagt, ich wiederhole jetzt nochmal, was ihr dazu quasi, was in diese Bewerbung soll. Die Bewerbung soll geschickt werden an den N7Nation Channel per privater YouTube-Nachricht. Dann soll enthalten sein persönliche Daten und also Infos einfach zu eurer Person rund um euch, dass wir einen Eindruck von euch bekommen, wie gesagt, was ihr für Erfahrungen auf YouTube habt, was ist euer Kommentierstil, ob ihr bereit wärt, Facecam zu machen und wie lange ihr schon auf YouTube seid, und dann als letztes einfach Kontaktdaten, wie wir euch dann erreichen können. Wenn ihr eine Bewerbung schreibt und wir uns jetzt sagen, ja, nee, der lieber nicht, wir werden euch auch informieren, wenn wir sozusagen kein Interesse haben an euch. Das lassen, werden wir euch auch wissen lassen, und ja, genau. Das soll es auch dazu gewesen sein. Ich denke, ihr wisst jetzt, wie ihr euch ungefähr bewerben solltet, und dann würde ich sagen, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bewerbt euch, wenn ihr Lust habt, und ja, Servus, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, ciao.